Der spirituelle Name Kamalatmika. Kamalatmika ist ein Beiname von Lakshmi. Daher ist Kamalatmika auch ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit Lakshmi-Mantra. Kamalatmika ist aber auch eine der 10 Mahavidyas, der 10 Weisheitgöttinnen, weshalb man auch Kamalatmika als Beiname von Durga bezeichnet. Von Kamalatmika gibt es schöne Yantras, es gibt schöne Symbole, viele Mantras auch. Kamalatmika heißt diejenige, die auf einem Lotus sitzt. Ja, Kamalatmika ist also auch diejenige, die sich entfaltet wie ein Lotus. Auch diejenige, die zum höchsten Selbst kommt. Atman hat ja auch etwas mit Selbst zu tun. Die zum höchsten Selbst kommt, indem sie ihren Lotus entfaltet. Kamalas sind auch die verschiedenen Chakras. Kamalatmika heißt auch diejenige, die ihre Chakras entfaltet, ihre Fähigkeiten entfaltet, die ihre besonderen, ja, Großartigkeiten, Schönheiten entfaltet, auf diese Weise die Strahlen ihres höheren Selbst ausstrahlen lässt. Es gibt auf unseren Internetseiten einen umfangreichen Artikel über Kamalatmika und auch die Mahavidya Kamalatmika, und so kannst du noch mehr erfahren über die Bedeutung von dem Namen Kamalatmika.